Die Baureihe 270 ist die neue S-Bahn in Ost-Berlin. Seit 1980 sind die ersten Prototypen unterwegs. Kleinste Einheit ist der Halbzug. Ausgerüstet mit Drehstromantrieb erreicht die Baureihe 270 eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km pro Stunde. Bis 1990 sollen 82 Viertelzüge in Bordeaux-Rot geliefert werden. Vom Bahnhof Lichtenberg nach Ahrensfelde an der BW Friedrichsfelde vorbei pendelte der sogenannte S-Bahn-Traditionsviertelzug Bauart Stadtbahn. Vom Reichsbahn-Ausbesserungswerk Schöneweide wurde dieser Stadtbahnviertelzug in den Ursprungszustand von 1928 zurückgebaut. Besonderheit ist die bis 1946 verwendete blau-rote Farbgebung als Kennzeichnung für die zweite Klasse. Die Inneneinrichtung der zweiten Klasse ist in Mahagoni ausgeführt. Richtige Polster, Gepäcknetze, Messinghaltestangen bis hin zur Netzspinne. Alles liebevoll wiederhergerichtet. Die dritte Klasse ist in Eichenholz gehalten, mit Dienstabteil und Holzbänken. Emailleschilder für Nichtraucher und Raucher. Auch die vierstelligen Wagennummern hat man nicht vergessen. Der Museumszug gehört zur ersten Serienlieferung. Der Triebwagen wurde von Ohrenstein und Koppel, der Steuerwagen von Wilkmann und Co. 1928 gebaut. Vor dieser wirklich gelungenen Rekonstruktion dieses Stadtbahnwagens muss man den Hut ziehen. Denn er sieht jetzt bestimmt besser aus als vor 60 Jahren.